Oh, yeah, you want the looter motherfucker, man. Having a website don't make you the thing. Not now, Lou. We're trying to charm him. So, it's time he asks. Show our friend the sights, Al. Ah, ja. I'll take the controls. You really don't have to show me anything. I've vlogged every inch of this town. You know what? I don't think you ever seen Liberty City like this. Ooh, yo. Help! Okay, Arm ihn zu schlagen. Um eine, was? Um den einen oder zwei, ja. Bade boom. Okay, ich glaube, es reicht auch mal. Schmeiß mal einen raus. Tschüss. Was? Warum? Warum? Okay. Was soll das jetzt? Mann, wieso musste ich ihn jetzt retten? Was sollte das denn? Ich hätte den jetzt auch einfach töten können. Hui. 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 Wie er sich an uns klammert einfach. Ja. Oh, wie lange haben wir gebraucht? Zu lang. Oh, 2 Minuten 10. Ja, gut, okay. Luis, how'd you boys get on after you left me? Okay, T. He's an annoying little fuck, but I think we saw eye to eye by the end of it. He ain't gonna be giving us no smack talk no more. That's excellent news. We should schmoop. Ja, komm, überspringen wir mal so. Also, der wird uns wohl nicht mehr nerven. Wie komme ich jetzt eigentlich hier wieder runter von der Insel? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte lieber da irgendwo landen sollen. Egal, so, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie irgendwas machen kann. Oh nein, ich esse mal was, dann habe ich. Ich habe schon voll AP, oder? Ich esse trotzdem was. Excuse me. One of them, please. Thanks. Quality merchandise. Gracias, yo. Na gut, hat mir jetzt nicht mehr HP gegeben, ich hatte schon voll, aber egal. Hui. Hallo, ich wollte gerade in dein Gesicht. Ach Leute, wieso werde ich den ganzen Tag angerufen? Ah ja. You're the Russian who was asking about gold cookers and corpses. Yeah, I'm sorry we couldn't accommodate. I did not take you for the sensitive type. I'm spending some time here while I'll catch up with some old friends and I need help with some things. I'm told you are the man to talk to. Listen, man. Na, ob ich dem helfen will? This is not an opportunity you want to miss out on, especially as I hear that Gay Tony Prince's ship is sinking. Yeah, I don't know where you heard that. Just come to my house. We will talk. Mhm. Na gut, wie es ausschaut, muss ich für Bulgarien auch noch Missionen machen. Den kann ich aber eigentlich überhaupt nicht leiden. Ja, gut, das ist jetzt nicht so schön animiert, aber. Ach, das ist doch ein Boot. Und ich wollte schon schwimmen. Bin ich ja froh, dass ich das gerade noch gesehen habe. Genau, lauf jetzt mal schön über die Windschutzscheibe. Gut. Ich wollte jetzt aber eigentlich immer noch zu Maureen. Da habe ich jetzt schon fast keine Zeit mehr. Ich habe schon wieder 2 Parts aufgenommen. Eigentlich müsste ich jetzt mal wieder eine Pause machen. Ist nur damit ich heute, ja, wir haben heute den 7.5. Damit ich heute noch was hochladen kann. Beziehungsweise nein, heute ist der 8.5. dann für euch. Oh nein, 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 nein. Da ist ein Kopf. Was? Was soll das? Hallo? Will er mich jetzt erschießen eigentlich? Egal, ich renn weg. Oh, das Motorrad, das nehme ich mir. Hoffentlich boxt er mich da nicht. Nein, 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 mein Motorrad. Jo, und weg. Boah.
Sieht ein bisschen aus wie eine Kawasaki Ninja. So, meine. Hauptsache grün. So, weg. Weil von den Bullen erschossen werden muss jetzt nicht sein. Und wenn die mich vom Motorrad runterziehen, ist das auch nicht so toll. Ach, ich schaue nochmal nach einer Mission. Was ist denn hier so nah? Eigentlich Maury. Aber wahrscheinlich werde ich auf dem Weg dahin wieder von irgendwem abgehalten. Aber ich probiere es mal. Ach, Moment. Was ich jetzt machen kann, ich habe jetzt eh keine Polizei mehr. Aussteigen. Aufsteigen. Und Helm. Er hat sich auch das schwulste Teil rausgesucht. Oh, stimmt, die weiße. Die erinnert mich an eine, die ich in echt kenne. Also, die ein Kumpel von mir hat. So ein bisschen. Von den Farben her zumindest. Vom Motor her wahrscheinlich eher nicht. Was ist denn das eigentlich für eine? Vader. Kenne ich gar nicht. Geh weg! Oh, ich dachte schon, ich flieg da jetzt runter. Aber ich finde es cool, wie die Taxifahrer manchmal auch irgendwie für eine 10-Dollar-Fahrt irgendwie irgendwo. Also, man hat so eine ganz kurze Fahrt, bezahlt denen am Ende dann irgendwie 10 Dollar oder so. Aber Hauptsache, sie machen auf der Fahrt irgendwie ihr Frontlicht und ihren Kotflügel alles kaputt. Weiß ja nicht, was die Reparatur bei denen kosten soll, aber egal. So, schön mal hier. Jetzt kann ich mich auch so durchschlängeln. Was ist denn das für eine Hupe? Egal. Ach so, jetzt fahren hier auch Dauermotor. Ja, genau! Was war das denn? Ey, das sind doch solche asozialen Leute hier. Ey, warum? Was soll das? Hallo, hört doch mal auf. Ich glaube, die wollen mich extra hier runterboxen. Na komm. Ich bin eh schneller. Ah ja, jetzt bin ich hier im alten Gebiet, wo der Niko Bellic herkam. Ich sehe schon, wo es ungefähr lang geht. Ich glaube, man konnte hier doch mal irgendwo runterspringen, ne? Hier. Oh, probieren wir es mal. Oh, nein, nein. Es ging mal. Aber ich habe es mit dem Auto gemacht. Schade. Hauptsache, das Motorrad lebt noch. Schade. Ich hätte nicht gegen diese Häuserwand fliegen dürfen. Moment mal, wo bin ich denn jetzt? Achso, ich bin doch direkt neben ihm fast. Ja, dann versuche ich es nochmal ganz schnell. Aber ich habe nur noch 5 Minuten. Muss ich jetzt Turbo-Mission machen. Ich brauche ein Auto. Steht hier was auf dem Parkplatz? Nein, der ist leer. Schön. Yep. Du wirst jetzt auf jeden Fall mir dein Auto geben. Ja, hallo, an der Ampel anhalten und mir dein Auto geben. Der Polizist da vorne sieht es wahrscheinlich, ist mir jetzt aber auch egal. Geh weg. Wieso denken alle, dass sie ihre Autos behalten können? Ich bin in der Stadt. So, Was hat er gesagt? Beep, beep? So. So, hier oben bin ich hier eben irgendwo runtergesprungen. Aber leider voll gegen das Haus geklatscht. Ich weiß gar nicht, kostet es mich eigentlich auch Munition und Waffen oder sowas? Ne, ich glaube, es kostet mich nur Geld, wenn ich sterbe. Ich hoffe mal, es kostet mich nur Geld, wenn ich sterbe. Sonst habe ich jetzt schon so oft drüber gespeichert, wenn ich gestorben bin. Aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich habe jetzt auch keine Lust, dauernd zu laden. Von daher. So, Maury-Mission und... Na? Manchmal hätte ich so cool reindriften. Stattdessen muss ich hier noch... Na gut, this ain't checkers. Ich bin mal wieder ruhig. Hey, Lou, come on in. Hang on one second. Checkmate. See ya! Little thicko never went to college. I never got into an Ivy League school. I got into 2! Yeah! Come on, let's get out of here. Oh, armer Brucey.
So, wieder schön in seine Prollkarte rein. Oh, was? Schon wieder Heliport? Warum? Wieso muss ich andauernd Heli fliegen? Egal. Dann halt nochmal Heli. I ain't having no monster measuring contest, bro. I keep telling you I ain't into that creepy shit. No! My jackhammer would crush the shit out of you, bitch! No. I'm talking a fair bet. Calculated risk. What's on the line then, you terrifyingly insecure midget? Well, how about everything Tony owes me? And I promise to get out of your life if you win. Yeah, that sounds too good to be true, bro. What happens if I lose? I get everything. You're rolling with me full time, hombre. Buddies for life. All or nothing, eh? Heavenly peace or a lifetime of being tortured by some hellish imp. Okay, gut, also wir müssen jetzt irgendwas gewinnen. What are you gonna do? Okay, so what are we betting on? It's a race, you fucking pussy. All around the city. Only for serious high roller cats. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich glaube, von der Mission weiß ich. All I gotta do is win that, and you want our lives? In theory, yes. But that ain't gonna happen, dog. Cause I never lost a nothing in my own life. Maybe that's because I had a brother as pathetic as little B. Or maybe it is because I am the S-H-I-T, bitch. Yeah, you shit, all right. Now, if you do win, which you won't, you just gotta help me with one more thing. And then all your contractual obligations are released. Hey, here's to that. Why do you wreck my car? You're rubbing me the wrong way here. Okay, gut, also ich werde jetzt mal nur bis dahin fahren. Und die Mission dann gleich anfangen. Und ich werde in Steam angerufen. Okay, ich wollte die Aufnahme jetzt eh beenden. Dann parke ich hier jetzt einfach mal und beende die Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!